Herzlich willkommen im Duftrausch. Ich bin der Alex, schön, dass du da bist. Heute geht es um 20 Männerparfums für die jeweiligen Lebensabschnitte. Wir kennen das alle. Wenn du 15 bist, denkst du anders, hast du andere Probleme, lebst du einen anderen Alltag, wie wenn du 50 bist. Und ich finde, es gibt für jeden Altersabschnitt das perfekte Parfum dafür. Wieso 20 Parfums? Weil ich eben das Video in 10 Lebensabschnitte unterteilt habe, jeweils 5 Jahre, also über einen kompletten Zeitraum von 50 Jahren. Und auch der Meinung bin, dass es immer einen passenden, frischen Duft braucht für den Alltag, fürs Büro, für die Schule und eben auch einen etwas süßlicheren Duft, so einen Ausgehduft, einen abendlichen Duft. Und anfangen möchte ich mit dem Lebensabschnitt zwischen 15 und 20 Jahre. Du bist in der Schule, du bist noch jugendlich, du bist ein Teenager, auch ein bisschen rebellisch, öfters verrückt, aber öfters auch nachdenklich. Ich meine, wir befinden uns da mitten in der Pubertät, gehen noch zur Schule, sind also alltäglich in geschlossenen Räumen, sitzen neben unserem Sitznachbarn oder unserer Sitznachbarin. Und als sehr, sehr toller und frischer Duft, der in den Lebensabschnitt zwischen 15 und 20 Jahre passt, eben perfekt für dieses Alter ist, das ist meiner Meinung nach der Rammstein Pure Engel. Und das ist ein wundervoller Duft. Irgendwie fehlt mir der Deckel hier, aber das ist ein schöner, zitrischer, grünlich-krautiger, aber auch saftiger Duft, der so mit diesen zitrisch-aquatischen Noten spielt und eben als grüne Komponente, so ein bisschen krautig-grüne Komponente, Cannabis hier drin hat. Und wirklich, das riecht wirklich nach so Cannabis, nach dieser Pflanze. Also schön grünlich, frisch, angenehm. Es ist jugendlich, aber eben, es eckt auch nicht an. Ist auch so ein bisschen rebellisch durch diese Cannabis-Note, dieses Marihuana hier drin, finde ich, kommt er sehr, sehr gut und passt eben gerade für die Jugendlichen. Natürlich kannst du den auch tragen, wenn du 25 Jahre alt bist oder 30 Jahre alt bist. Es ist einfach ein wundervoller, frischer Duft. Er hebt leider nicht so lange, aber die erste Stunde projiziert er sehr, sehr gut und hebt dann so 4-5 Stunden wahrnehmbar. Aber ich finde, für 30 Euro die 100 Milliliter kannst du hier wirklich nicht meckern und ich finde den Preis auch für 15- bis 20-Jährige sehr, sehr angemessen. Und als etwas süßeren Duft oder eben so ein Casual-Duft, Ausgeduft, der echt toll riecht eigentlich und auch sehr, sehr günstig zu haben ist, du bekommst den Duft schon für um die 20 bis 25 Euro, manchmal auch 30 Euro, je nach Anbieter, musst einfach mal schauen im Internet, wo du den findest. Aber ich finde, Abercrombie und Fitch First Instinct Extreme ist ein toller Duft, der hier irgendwie so ein bisschen dieses Zitrische und Süße miteinander verbindet. Ich rieche auch irgendwie sowas, so Melonenartiges oder sowas. Also, aber echt was Tolles, Fruchtiges. Auch ein wunderschöner Flakon, finde ich, mit diesem, ja, keine Ahnung, der unglatten Oberfläche, sage ich jetzt mal. Also das kommt sehr, sehr gut. Ein toller jugendlicher Duft, gerade perfekt für das Alter 15 bis 20, wo man halt auch ein bisschen auf Homepartys geht, auch anfängt, sich für Mädels oder sowas zu interessieren. Ein super guter, gut riechender Duft für wenig Geld. Abercrombie & Fitch First Instinct Extreme. Wenn du dich dann zwischen 20 und 25 Jahren befindest, dann fängst du an, die erste Ausbildung zu haben oder du gehst auf die Uni, machst dein Abi oder wirst auf jeden Fall langsam erwachsen. Du bist ein junger Erwachsener, aber hast natürlich auch doch noch so jugendliche Anleihen. Ich kenne das selber, so mit 20, 21, 22, da fühlst du dich erwachsen und denkst, du bist auch ein Erwachsener, aber eigentlich, ja, sind wir immer noch Teenager, nur halt in einem etwas älteren Körper. Und wir haben Blödsinn im Kopf, wir wollen Mädels kennenlernen, wir wollen ausgehen, alkoholisch im Spiel, wir machen die Nächte durch, gehen übermüdet am nächsten Tag arbeiten, zur Ausbildung, ins Büro, an die Maschine oder an die Uni. Ich denke, du kennst das. Und ich finde, gerade fürs Büro, für die Uni, wenn du den Menschen etwas näher kommst oder eben als perfekter Alltagsduft, der Versace Dylan Blue. Ja, man kann eigentlich sagen, so ein junger Klassiker, er ist aquatisch, frisch, leicht rauchig, hat, ja, der stößt nicht an und der kommt auch bei diversen Straßenumfragen, bei anderen YouTube-Kanälen oder sowas, wurde der schon öfters besprochen. Mädels wurden gefragt, wie sie den an einem Mann finden und der hat eigentlich fast immer gewonnen. Egal gegen wen Dylan Blue angetreten ist, der kam richtig, richtig gut an. Und der ist auch toll. Ich finde, der wurde aber deformuliert, der hebt irgendwie, zumindest vor ein paar Jahren, wo der rauskam, und ich den hatte, da hat er bei mir echt bombenmäßig gehoben, also so 8, 9, 10 Stunden. Das hebt er leider nicht mehr, vielleicht 5 bis 6 Stunden, strahlt auch nicht mehr ganz so stark aus. Ich finde aber, zwischen 20 und 25 ist das ein perfekter Alltagsduft. Und ja, wie gesagt, wenn du zwischen 20 und 25 bist, dann spielen Dates, Mädels natürlich auch eine große Rolle. Du willst ausgehen, Spaß haben,
feiern, mit den Kumpels ein bisschen, ja, einfach die Nacht genießen, Party machen. Und ich finde, gerade als so ein bisschen auch sexy Duft, mit dem du auf jeden Fall ein Statement setzen kannst und immer gut ankommen wirst, ist meiner Meinung nach der Azzaro the most wanted. Und das ist so ein toller, süßer, verführerischer Duft, der einfach perfekt an einen jungen Erwachsenen passt. Gerade wenn du auf ein Date auch gehst mit einem Mädchen, schön was essen gehst oder in eine Bar und Cocktail schlürfen, wird der gut ankommen. Und ich finde, zwischen 20 und 25 ist das der perfekte Date-Night-Duft. Mit 25 bis 30 Jahren, da bist du dann eher schon fest im Leben, beziehungsweise du hast dein Leben so ein bisschen sortiert, wirst auch ruhiger, nimmst dich ein bisschen zurück, wirst nachdenklicher, hast vielleicht schon eine Familie gegründet oder bist dabei, eine Frau kennenzulernen, mit der du eine Familie gründen kannst, hast dich jobtechnisch oder eben studiumtechnisch fest eingefahren auf dein Leben, weißt so ein bisschen, in welche Richtung es gehen soll und ja, du wirst langsam wirklich erwachsen, erwachsener, reifer, ruhiger. Und es wird eben auch gesitteter. Du gehst nicht mehr so viel Party machen, du gehst eher schön essen, gemütlich was trinken, schick ins Kino oder sowas und lässt es einfach ein bisschen ruhiger angehen. Und ich finde als super tollen Alltagsduft Daily Driver ein schöner, frischer und doch dezent süßer Duft, mein absoluter oder einer meiner absoluten Lieblingsdüfte, ist der Givenchy Gentleman Society. Und ich finde, der ist wirklich underrated. Der bekommt in der Community gar nicht so viel Liebe ab. Verstehe ich gar nicht, weil das ist ein wundervoller Duft. Wenn du den noch nicht kennst, Gentleman, Givenchy Gentleman Society. Geh in Müller, geh in Douglas, geh, keine Ahnung, in die nächste Parfümerie und teste diesen Duft. Das ist gerade im Opening, ist es wow, für mich ist das einfach ein magischer Duft. Wirklich, du hast hier Salbei mit drin, drei verschiedene Vetiver-Sorten sind mit drin, Hölzer hier mit drin. Es ist leichte zitrische Noten und auch so eine ganz dezente Pudrigkeit und so ein bisschen Süße im Hintergrund. Wundervoller Duft, gerade fürs Büro mega gut geeignet. Oder wenn du ins Kino gehst, mit deiner Freundin schön ausgehst oder mit deiner Frau oder werdenden Frau, wird der mega gut ankommen. Givenchy Gentleman Society. Und als süßlichen Part für den Lebensabschnitt zwischen 15 und 30 Jahren finde ich perfekt geeignet der Job Om, das Eau de Parfum. Das ist auch so ein mega schöner Duft, leicht rauchig, dezent rauchig, nicht ganz so stark süßlich und rauchig wie das Original, das Job Om EDT. Ich finde, das ist der beste aus der Reihe, weil er eben diese Verwandtschaft nicht versteckt und man merkt einfach, ah okay, das ist eine Job Om Variante. Er ähnelt dem EDT sehr, sehr stark, hat auch so ein bisschen klassischere Ansätze und daher finde ich, passt er gerade zwischen 15 und 30 Jahren, wenn man halt doch auch ein bisschen älter ist und nicht mehr ganz so jugendlich. Aber er macht hier schon noch ein bisschen was anderes mit der Haselnuss. Ich finde gerade diese Haselnuss hier im Opening und auch in der Mitte im Duft, weiteren Duftverlauf, finde ich, gibt es so ein bisschen eine Kante auch mit rein, was Außergewöhnliches, was du nicht alltäglich riechst, aber es ist ein wunderschöner Ausgeduft, ein süßlicher Date-Duft, Party-Duft, wenn du nachts eben doch mal auch mit deiner Freundin oder mit deiner Frau in die Disco gehst oder mit Kumpels irgendwie ein Bier trinken gehst oder bei Freunden abends zu Silvester eingeladen bist. Job Om Eau de Parfum, mega gut geeignet. Wenn du dann zwischen 30 und 35 Jahre alt bist, dann bist du ja doch schon erwachsen, ein junger, erwachsener Mann oder fühlst dich vielleicht auch gar nicht mehr so jung. Du bist wirklich erwachsen. Ich finde aber gerade mit 30 bis 35, da fängt man dann doch wieder an, so sich an die Jugend zu erinnern und möchte vielleicht auch wieder Anfang 20 sein, wo einfach die Dinge noch ein bisschen unbeschwerter waren. Weil wenn du 30 bis 35 bist, dann bist du schon fest in deinem Job, hast dein Leben so ein bisschen, ja, die Schienen gerichtet, sage ich mal, wie es weitergehen soll. Hast auch so ein Gefühl dafür bekommen, wohin die Reise gehen sollte. Ich finde, gerade wenn du zwischen 30 und 35 Jahre alt bist, dann ist Crème de Cœur von BDK ein wundervoller Duft, gerade für den Alltag, fürs Büro, mit dem du nicht viel anecken wirst, der aber trotzdem sehr schön grünlich riecht, angenehm, leicht zitrisch. Wird im späteren Verlauf dann auch samtiger, leicht cremiger, wie der Name auch schon sagt, mit so einer schönen Ledernote. Aber wirklich, das ist ein ganz angenehmes Leder und auch für Leute, die kein Fan sind von Lederdüften, Crème de Cœur, probier den auf jeden Fall mal aus. Super schöner, wie ich finde, toller, erwachsener Leder, grüner Lederduft, der Mann oder Frau sehr gut steht. Aber ich finde, gerade als Mann kann man den als Alltagsduft für tagsüber sehr, sehr gut tragen.
wenn du dann mit deiner Frau gemütlich abends was essen gehst, vielleicht mal ein Date hast, du wirst wahrscheinlich vielleicht auch schon Kinder haben, wenn du zwischen 30 und 35 Jahre alt bist. Vielleicht habt ihr einen Babysitter, bringt sie zu Mama oder Papa und genießt Zweisamkeit, schön ins Kino gehen oder danach was essen, wie auch immer. Oder ihr seid bei Freunden auf den Geburtstag eingeladen oder dort so ein bisschen gemütlich was essen, finde ich. Als so ein bisschen süßer, abendlicher Duft der Cedra Bois von Mancera wundervoll geeignet. Das ist auch ein Daily Driver, ein Signature-Duft, den du das ganze Jahr übertragen kannst und wie gesagt, den du zu jedem Anlass, zu jeder Jahreszeit, zu jeder Temperatur und zu jeder Tageszeit eigentlich tragen kannst. Ich finde, durch dieses hölzerne und doch süß-zitrische, also dieses Süße und hier ist auch ein bisschen Leder mit drin, geht so in die Aventus-Richtung, aber wirklich riecht viel besser, viel hochwertiger, meiner Meinung nach viel interessanter. Cedra Bois oder auch Cedra Bois Intense riechen beide ziemlich ähnlich. Wenn du die noch nicht kennst, teste die auf jeden Fall mal. Gerade für Männer, sag ich mal, ab 25 Jahre aufwärts. Ich habe den jetzt aber als perfekt gesehen, wenn du im Lebensabschnitt zwischen 30 und 35 Jahre bist. Mancera Cedra Bois. Boah, ein super genialer Daily Driver und den habe ich der letzte erst getragen. Der hat so eine wundervolle Moschusnote hier drin. Wie dieser Duft Moschus mit den aquatischen Noten verbindet, das ist einfach einzigartig. Und ich finde ihn perfekt geeignet für Männer zwischen 35 und 40 Jahren. Als schönen Alltagsduft, Tagesduft, schönen, wundervollen, frischen Duft ist der Narciso Rodriguez Bleu Noir for Him, das Eau de Parfum. Mega geil geeignet. Ein echt krasser Duft. Wenn du den noch nicht kennst, total. Den trägt fast keiner. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der den hat, der den getragen hat. Und ich feiere diesen Duft. Der ist einfach dieses Moschus mit diesen aquatischen blauen Akkorden. Eine dezente Zitrik und der hebt dir richtig, richtig gut. Also 8 bis 10 Stunden auf der Haut. Sehr, sehr gut von der Haltbarkeit und auch die Projektion. Die ersten 2, 3, 4 Stunden projiziert er mega gut. Und gerade auch im Hochsommer mega gut geeignet. Ich finde, ein totaler Geheimtipp. Trägt fast niemand, kennt fast niemand, hat fast niemand auf dem Schirm. For Him, Narciso Rodriguez. Bleu Noir for Him, das Eau de Parfum. Wenn du den kennst oder testen gehst und ihn getestet hast, schreib du mir gerne, verrat mir gerne, was du davon hältst. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du zu diesem wundervollen Duft sagst. Und wenn du dann doch mal mit deiner Frau ausgehst oder eben bei Freunden eingeladen bist zum gemütlich was essen oder trinken, dann ist der Barahonda von Nasomato mega gut geeignet. So eine schöne, ja, alkoholische Whisky-Note oder sowas ist hier drin. Man sieht so ein bisschen an dem Deckel, der ist aus Kork und ja, er hat einfach sowas Alkoholisches im Opening und das bleibt auch über den kompletten Duftverlauf so. Meiner Meinung nach hat er auch so ein bisschen Leder hier mit drin, dezente Hölzer und so ein bisschen Moschus. Macht diesen Duft zum perfekten Ausgeduft, gerade wenn du ein bisschen reifer bist, wenn du zwischen 35 und 40 Jahren alt bist, mit deinen Kumpels auch was trinken gehst, in eine Sportsbar oder sowas, ein Fußballspiel angucken. Das ist ein mega geiler Ausgeduft, gerade für die Nacht super gut geeignet. Wenn du auch schön was trinken gehst oder mit deiner Frau vielleicht teure Cocktails schlürfen gehst, Barahonda von Nasomato. Im Lebensabschnitt zwischen 40 und 45 Jahren, da weißt du dann wirklich schon, auf was es ankommt im Leben. Du fokussierst dich auch, sag ich mal, auf das Wesentliche und hat im Normalfall auch ein festes Ziel vor Augen. Und ich finde, als mega guter Daily Driver, Alltagsduft fürs Büro geeignet, aber auch ein toller Signature-Duft, den du das ganze Jahr übertragen kannst, ist meiner Meinung nach von Etat Libre d'Orange der Je suis un homme. Mega toller Duft, der was Zitrisches hat, aber doch nicht so, wie wir uns das Zitrische vorstellen. Er ist zitrisch und auch grün. Er ist holzig und auch irgendwie so leicht verrucht irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Und das Besondere bei Etat Libre d'Orange, die, sage ich mal, stellen so typisch klassische französische Düfte her, aber haben immer 1, 2 Akkorde drin, die so ein bisschen außergewöhnlich sind, die in fast keinem anderen Duft drin sind. Und hier ist ein Reißnagelakkord drin. Und ja, dieses leicht metallische, auch irgendwie so, ja, das riecht wirklich wie wenn du an einem Reißnagel riechst, weil ich habe es getestet, es riecht wirklich nach Reißnagel oder ein Reißnagel riecht wirklich so. Und ich finde, das ist, wie der Name auch schon sagt, ich bin ein Mann, das ist ein Duft für wahre Männer. Ein schöner Alltagsduft, gut geeignet, egal ob du ein T-Shirt anhast oder auch schicker mit einem Hemd oder einem Jackett. Je suis un homme, finde ich, kann man das ganze Jahr übertragen, egal ob Sommer, Winter,
Herbst oder Frühling. Du wirst auf jeden Fall gut riechen und meiner Meinung nach auch sehr hochwertig riechen. Ist so ein bisschen ein klassischerer Duft, hat also ein bisschen klassischere Ansätze, aber gerade im Alter von 40 bis 45 Jahren, da bist du eben doch auch schon ein bisschen reifer und daher finde ich, kann man auch gut solche Düfte tragen. Ich habe bisher ja immer süßliche Düfte erwähnt, aber das ist auch ein wundervoller Duft, gerade auch so ein bisschen Statement-Duft, wenn du ja schick angezogen bist, wenn du casual ausgehst, wenn du mit deiner Frau was essen gehst oder mit Freunden ein Bier trinken gehst, auf einen Geburtstag eingeladen bist oder auch, finde ich, zu einer Gala sehr, sehr gut tragbar, aber gar nicht so süß oder eigentlich fast gar nicht süß, ist meiner Meinung nach der Falcon Leather von Mathieu Premier. Mega toller Duft, der ist sehr beliebt in der Community, ist ein würziger Lederduft. Du hast hier Safran mit drin, Leder ist hier mit drin und das ist auch das, sag ich mal, das, was diesen Duft ausmacht. Und es ist echt ein tolles Leder. Birkenteer ist hier drin, so wie die meisten Düfte. Leder kannst du ja nicht extrahieren oder Leder ist nichts, was du destillieren kannst oder sowas. Und deswegen ist bei fast allen Düften dieser Lederakkord oder das Leder eben aus Birkenteer gewonnen. Bei der Extraktion, also bei der Verarbeitung, chemische Prozess, wird dann das Birkenteer extrahiert und die Akkorde hier drin erinnern eben an Leder. Und wenn du es eben synthetisch herstellst, dann tust du eben die Moleküle so zusammensetzen, die auch Leder beinhalten und dann bekommst du genauso diesen Lederakkord. Und auch da gibt es Unterschiede zwischen billigem Leder oder billiger riechenden Lederakkorden, wo eben eine günstige Variante von diesen synthetischen Rohstoffen verwendet wird oder eben sehr hochwertige, teurere Rohstoffe verwendet werden, die eben an Lederakkorde erinnern sollten. Aber das nur kurz am Rande und ja, mega toller Ausgehduft, gerade passend, wenn du ein bisschen älter bist, ein bisschen reifer bist, erfahrener bist, finde ich auch, tut dieser Duft deine Eleganz oder dein Auftreten oder deine Autorität wundervoll untermalen und nochmal, ja, mit einem Ausrufezeichen unterstreichen. Falcon Leather, wenn du Fan von Leder bist oder mal ein bisschen was, ja, Außergewöhnliches zum Ausgehen tragen willst, Falcon Leather, wundervoller Duft, den man mal getestet haben sollte. Im Alter zwischen 45 und 50 Jahren, da sitzt man dann schon fest im Sattel, hat im Normalfall vorgesorgt für die Rente bzw. ist gerade dabei, alles in die Wege zu leiten, um in der Rente oder im Rentenalter es etwas leichter und gemütlicher zu haben. Ist meistens auch erfolgreich. In dem, was du machst, bist du erfahren. Du bist derjenige, ja, den man fragen kann, wenn man Fragen hat, weil du eben die Erfahrung hast, 20, 25 Jahre im Beruf. Und ich finde, gerade in diesem Alter, wo man auch nicht mehr so viel Wert legt, was andere über einen denken und auch gar nicht mehr so hervorstechen muss, sondern sehr in sich gekehrt ist oder eben viele sind in diesem Alter sehr in sich gekehrt, ruhiger, gelassener und lassen sich auch gar nicht mehr so viel stressen und wollen auch gar nicht den dicken Max raushängen lassen. Ich finde, als super tollen Daily Driver ist der Prada L'Homme L'Eau sehr schön geeignet. Hat die ähnlichen Duftakkorde wie der normale Prada L'Homme. Ich finde, der L'Eau hat hier aber noch so ein gewisses Extra, sage ich mal, eine gewisse Extra-Zutat, so ein bisschen dieses i-Tüpfelchen, was den Prada L'Homme einfach noch schöner macht, hier mit drin. Ist ein Saubermann-Duft, Iris ist hier drin, gibt so eine leichte, dezente Pudrigkeit, erinnert so ein bisschen an Seife, aber wie gesagt, der Prada L'Homme L'Eau mit dieser blauen Rückseite und nicht mit dieser schwarzen Rückseite wie beim normalen L'Homme, der hat einfach noch so ein bisschen mehr frische Kick. Ist auch gerade für den Sommer bei hohen Temperaturen, 25, 30 Grad, meiner Meinung nach sogar noch besser geeignet. Prada L'Homme, mega guter Daily Driver. Und wenn du dann Zweisamkeit mit deiner Frau genießt, auf ein Fußballspiel abends gehst oder zum Eishockey oder ins Kino oder mit deinen Kindern Party machen gehst, warum auch nicht, dann würde ich persönlich den Givenchy Gentleman Privé dir ans Herz legen. Es ist auch wundervoll. Eigentlich kannst du mit fast keinem dieser Gentleman-Reihe was falsch machen. Also wirklich, alle Givenchy Gentleman aus der kompletten Reihe finde ich ja sehr, sehr gut geeignet, riechen auch sehr hochwertig. Teste dich da einfach mal durch. Und der hier hat eben sowas Schönes, Pudriges mit so einem mega tollen Whisky-Note drin. Und ich finde halt, ich habe das auch schon mal gesagt, der riecht gut, der riecht auch hochwertig, der riecht eben ja nach erwachsenem Mann. Das ist ein männlicher Duft, der mega gut in diesen Altersabschnitt zwischen 45 und 50 Jahre passt. Es ist ein sehr pudriger Duft, auch ein schön süßer Duft.
nicht zu süß, also die Süße hält sich schon zurück am Anfang, sehr stark süß, wird dann nach 2-3 Stunden aber etwas dezenter, nimmt sich zurück, die Pudrigkeit bleibt und was ich hier ein bisschen schade finde, dass die wundervolle Whisky-Akkorde, die du am Anfang eben bekommst, dieses Alkoholische, das auch so ein bisschen dieses Iris und diese Leder unterstützen und das ein bisschen so interessanter machen, das nimmt sich dann leider nach 2-3 Stunden zurück und da verliert dieser Duft so ein bisschen dieses Interessante, dieses Edgige, meiner Meinung nach. Givenchy, Gentleman, Privé, absolute Empfehlung. Zwischen 50 und 55 Jahren, da hast du dann eine sehr starke Persönlichkeit entwickelt. Du hast Dinge mehr schätzen gelernt, weißt sie zu schätzen und hast eben den wahren Wert von Leben erkannt. Und ich finde, gerade als perfekten Büroduft oder gerade wenn du zwischen 50 und 55 Jahren alt bist, ist der auch mega gut geeignet. Dracar Intense als frischer Daily-Duft. Das ist so ein richtiger, typischer Fougère-Duft. Dracar, den gibt es ja schon Ewigkeiten, das Normale. Und der Dracar Intense kam 2022 raus. Und ich finde, der macht hier echt was super toll Interessantes. Das ist so ein typischer Fougère-Duft, erinnert so ein bisschen an Lavendel, an Hölzer. Einfach, ja, diesen klassischen Touch, an diese klassische 70er, 80er Jahre Düfte. Mega guter Duft, passend fürs Büro. Wenn du ein Hemd trägst, finde ich den richtig, richtig gut. Oder wenn du am Sonntag einfach mittags eine Pizza essen gehst, finde ich den auch mega gut geeignet. Dracar Intense von Guy Laroche, auch ein sehr günstiger Duft, bekommst du die 100 ml schon für 30 Euro. Also, wenn du den noch nicht kennst, geh mal in Müller oder sowas. Also in der Drogerie wirst du den finden und teste den mal. Und für 30 Euro die 100 ml kann man hier auf jeden Fall nichts falsch machen. Guy Laroche Dracar Intense. Und als süßliche Abendvariante für das angegebene Alter zwischen 50 und 55, den ich auch in den letzten Tagen mehr schätzen gelernt habe, weil ich ihn getragen habe und am Anfang ja, fand ich ihn nicht so toll, aber langsam gefällt er mir doch immer mehr. Am Anfang hatte das nicht so. Du hast hier was schön Süßliches. Hölzernes ist einfach ein toller Duft, der auch Rum mit drin hat. Tabak ist hier mit drin. Eichenmoos ist mit drin und auch Kokosnuss. Und lass dich davon aber nicht abschrecken oder sowas. Die Kokosnuss riecht nicht wie diese typische Kokosnuss. Was mir auch am Anfang deshalb auch ein bisschen gestört hat, weil dieses Süßliche, dieses Kokosnussartige, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, der Duft nicht so hatte. Es ist ein mega geiler Duft, gerade für reifere Herren, so zwischen 50, 55, 60 Jahren, ist der Nishane Fan Your Flames eine absolute Empfehlung. Ist halt auch ein bisschen teurer. Die 50 ml kosten so um die 150 Euro und die 100 ml findest du in der Regel so um die 200 Euro. Aber das ist ein toller, qualitativ sehr hochwertiger Duft. Du riechst hier keine Synthetik. Du riechst hier, dass es ein sehr hochwertiger Duft ist, aber eben auch ein Duft für, sage ich mal, reifere Männer. Ein schöner, auch hier was Alkoholisches. Das auch wieder hier, finde ich, das ist auch das, warum er mir am Anfang nicht so gut gefallen hat, weil dieses Rumartige, das bekomme ich hier am Anfang, aber so nach 2 Stunden oder sowas ist es eigentlich für mich kaum wahrnehmbar oder auf meiner Haut auf jeden Fall nicht mehr wahrnehmbar und für meine Nase nicht mehr wahrnehmbar. Und da verliert sich dieses Süße ein bisschen und es wird eben erdiger, moosiger, so ein bisschen kantiger. Einfach auch, es riecht wirklich wie ein genialer, aber eben so ein Herrenduft. Ein Mann, gut angezogen. Ich habe auch schon eine Review dazu gemacht und da habe ich gesagt, ich habe da so dieses typische George Clooney-Bild mit einem Anzug. Also George Clooney in einem Anzug, das ist das, nach was dieser Duft für mich riecht. Wenn du den noch nicht kennst, teste den auf jeden Fall. Kommen wir zum Lebensabschnitt zwischen 55 und 60 Jahren und ich denke, Männer in diesem Alter, die werden doch wieder eher nachdenklicher. Denken mehr übers Leben nach, denken zurück, denken auch darüber nach, was sie vielleicht hätten besser machen können oder hätten besser machen sollen. Aber in den meisten Fällen sind die Männer in dem Alter ziemlich ruhig, gelassen und wissen, das, was bis jetzt nicht gekommen ist, das kommt in der Regel auch nicht mehr und das, was ich jetzt habe, das habe ich und kann mir in der Regel auch keiner mehr nehmen. In dem Alter wirst du dann im Normalfall auch einiges schon geleistet haben, egal ob familientechnisch, arbeitstechnisch oder eben auch charaktertechnisch. Du wirst selber eine Riesenentwicklung durchgemacht haben und freust dich natürlich auch langsam auf die kommende Rente. Und ich finde, in diesem Alter, natürlich kann man den auch jederzeit tragen oder auch jüngere Herren können den tragen. Wie gesagt, ich bin 36 und habe ihn auch schon vor 5 bis 6 Jahren getragen. Ich finde, ein mega guter, passender Tagesduft ist der Eau Sauvage, das Parfum
von Dior. Mega toller Vetiver-Duft. Du bekommst hier schöne Vetiver-Akkorde. Das ist auch so ein typischer Büroduft, beziehungsweise auch ein toller Herbstduft. Gerade wenn es draußen windig ist, kühler ist, wenn es öfters mal regnet oder so, wirkt der hier echt wie, das ist wie Magie. Das ist echt ein zauberhafter, schöner, wundervoller Duft. Wenn du zwischen 55 und 60 Jahre alt bist, dann ist das auch ein toller Signature-Duft, den du tagtäglich tragen könntest. Eau Sauvage von Dior. Und als süßliche Alternative dazu, beziehungsweise so süß ist er gar nicht, das ist ein süßer Duft, aber er hat hier auch Oud ein bisschen mit drin, Pelzer sind hier mit drin und es ist einfach, das ist so ein typischer, dieser Duft riecht für mich, für meinen Geschmack oder für meine Nase einfach nach Erfolg, erfolgreiche Menschen, in einem erfolgreichen, gut gekleideten Herrn, der ja auch ein bisschen sein Leben genießt und auch ein bisschen Spaß haben möchte. Was für ein geiler Duft, wirklich. Von Armani, der Eau de Nuit Oud. Das ist der in diesem schönen schwarz-goldenen Flakon. Und ja, ich finde, gerade Schwarz und Gold passt super toll zu dieser Duftrichtung. Du hast hier Hölzer mit drin, du hast Oud hier mit drin, du hast Gewürze mit drin und ich glaube, Kardamom oder sowas müsste hier drin sein. Und du riechst hier auf jeden Fall was Würziges, dezent Würziges, ein bisschen Oud, also so ganz dezent rauchige Akzente. Aber wirklich, das ist kein Stinke-Oud, das ist auch wirklich nur Minimal-Oud irgendwo im Hintergrund mitschwebt. Leicht rauchig, würzig und hölzer. Das ist das, was du hier bekommst, aber in der wunderschönsten Form. Armani Eau de Nuit Oud, mega geiler Ausgeduft, gerade für erwachsene Männer, für ältere Männer. Für Männer, sage ich mal, ab 30, 35, 40 Jahren mega gut geeignet und perfekt geeignet, wenn du zwischen 55 und 60 Jahre alt bist. Und als letzte Lebensabschnittkategorie habe ich die Kategorie 60 Jahre plus gewählt und nicht 60 bis 65, sondern einfach ab 60 Jahren. Da lebst du dann wirklich im Hier und Jetzt oder solltest meiner Meinung nach im Hier und Jetzt leben. Jeden Tag, das sollte man sowieso, man sollte jeden Tag so leben, wie wenn es der letzte ist. Carpe diem, nutze den Tag. Ich will jetzt gar nicht diese typischen Floskeln raushauen, aber gerade wenn du 60 Jahre alt bist, dann, ja, ich kenne es einfach aus der eigenen Familie, es kann dann einfach so schnell bergab gehen, was das körperliche Empfinden oder die körperliche oder auch geistige Gesundheit angeht. Ja, und daher, klar, es kann dich auch treffen, wenn du 20 Jahre alt bist, aber so ab 60 Jahren, da fängt es dann doch an mit, sag ich mal, stärkeren Krankheiten oder dass du auch gewisse Krankheiten oder solche Sachen nicht mehr so leicht wegsteckst. Und daher, leb einfach das Leben, genieße das Leben. In dem Alter sollte man sich dann auch 1, 2, 3 Parfums mehr gönnen und wieder mehr an sich selber denken. Und ich finde, als Daily Driver, wenn du doch noch zur Arbeit gehst und noch nicht in Frührente bist und ins Büro gehst, zur Arbeit gehst, Kunden besuchst, Freunde besuchst, sehr hochwertig riechender Duft und auch ein totaler Klassiker ist der Davidoff Zino. Das ist echt ein mega Duft, den es schon seit 30 Jahren oder über 30 Jahren gibt. Und der hat, ja, das ist so ein klassischer Duft. Ich finde aber, der kommt nie aus, der wird auch nie aus der Mode kommen. Ich finde, der riecht hier schon ein bisschen, so riechen einfach Düfte heutzutage nicht mehr. Aber der hat hier auch so viele Noten mit drin angegeben. Es ist ein schön würziger Fougère-Duft. Auch wieder so ein bisschen Barbershop, so ein bisschen Rasierwassermäßiges. Wundervoller Duft. Ich denke, da muss ich nicht viel dazu sagen. Hölzer, Patchouli müsste hier drin sein. Es ist einfach mega genialer Duft. Preis-Leistung auch unschlagbar, denn du bekommst hier die 75 Milliliter, glaube ich, für 25 Euro oder so. Was soll ich sagen? Was willst du da viel falsch machen? Als süßliche Alternative oder Ausgehduft oder Casual-Duft oder Abendduft oder Night-Out-Duft oder wie auch immer du es nennen willst, ein wunderschöner Vanilleduft. Und nein, jetzt nicht abschalten oder so. Es ist ein wundervoller Vanilleduft, der aber zusammen mit Patchouli, was sowas leicht Erdigem, aber auch hier wieder dieses Dreckige, dieses Erdige, dieses Patchouli-mäßige, sehr samtig, sehr im Hintergrund zurückhaltend und nie zu aufdringlich oder sowas. Vanille Patchouli von Molinard. Mega geiler Duft, wirklich. Du bekommst hier Vanille und Patchouli, wie der Name schon sagt, in einer wundervollen, wunderschönen Duftkomposition. Denn dieses Zusammenspiel aus dieser leichten Vanille, leicht süßlich, nie zu süß und auch nicht zu vordergründig, aber die Vanille schwebt die ganze Zeit mit und ist hier mega gut mit dem Patchouli vermischt. Denn dieses Patchouli ist so
dezent erdig und es ist wirklich, es ist ein erdiges Patchouli. Wenn du das riechst, denkst du an, ja, einfach Erde oder auch vielleicht so dezent holzig-grasiges, aber es ist ein schöner, wohliger Duft. Ich finde, du riechst hier auch so ein bisschen Moschus oder sowas mit, also Vanille, Patchouli, Moschus hier mit drin. Es riecht erdig, es riecht süß, es riecht ein bisschen nach Vanille, aber wundervoll komponiert. Ist auch kein zu starker Duft, es ist eher so ein Duft, den du mehr für dich selber trägst oder für Menschen, die dann so in deine Komfortzone kommen, wenn du mit ihnen redest, wenn du dich mit ihnen unterhältst oder wenn du sie umarmst. Wundervoller Duft, gerade für ältere Herren ab 60 Jahre aufwärts, perfekt geeignet. Ich finde aber auch schon 35, 40-jährige Herren. Wenn du auf Patchouli stehst und keine Abneigung gegen Vanille oder diese dezente Süße von der Vanille hast, dann probier den auf jeden Fall mal aus. Ist auch gar nicht so teuer. Bekommst die 75 Milliliter irgendwo um die 60, 70, 80 Euro, müsstest du diesen Duft finden. Und ich finde eben perfekt geeignet für 60-Jährige oder eben 68 Jahre plus, wenn du einen schönen Sonntags-Ausgeduft haben willst. Vanille Patchouli von Molinard. Und das war mein mega langes Video. Ich hoffe, du hast bis zum Schluss durchgehalten, aber ich hoffe auch, du hast es genossen. Und ich hoffe, die Videoidee hat dir gefallen. Und natürlich hoffe ich auch, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao.